Ja, servus, willkommen bei der Let's Play The Jedi Knight 2. Unser guter Kyle hat hier noch ein bisschen Nachdenkpose, passt ja zu unserer Therapiegruppe. Ich begrüße euch recht herzlich dazu, nehmt Platz und es geht gleich weiter. Ja, mit was geht es weiter? Ach ja, mit Feuerstahl, weil da hatten wir einen Kontrollpunkt. So. Da wartet noch eine kleine Cutscene und beziehungsweise einen kurzen Dialog. Hey Kumpel, gut, dass du es geschafft hast. Ja, Leider haben finde ich sie das auch. Schiff nicht aufgetankt, aber das dauert nur ein paar Minuten und dann sind wir weg. So. Wir haben Gesellschaft. Das ist Auf zum super. Schiff. Was haben wir denn hier? So, wo haben wir Lando? Lando möchte ich hier doch ein bisschen mal beschützen. So, ich halte mich jetzt mal lieber ein bisschen an meinen Freund Lando. Mal gucken. Ah. Mal gucken, wo es hier überhaupt hingeht. Wird wahrscheinlich eine verdammt doofe Idee sein. Korrektur, das war eine sehr doofe Idee. Aber wir haben gefunden, da ist noch ein kleines Secret. Keine Ahnung, wo uns das hinführt oder nicht. Oder wir brauchen den Weg später. So, Lando, Kumpel, jetzt gut, dass machen du wir es die Sache aber geschafft hast. richtig. Leider haben sie das Schiff nicht aufgetankt, aber das dauert nur ein paar Minuten und dann sind wir weg. Oh, apropos auftanken, Wir wir haben haben eine. Gesellschaft. Das auf ist dem toll. Schiff. Wir laufen hier entlang. Die feuert schon brav auf uns. Wo ist mein Freund Lando? Wo ist Lando? 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 Oh, ich bin zum Schiff gelaufen, Lando. Und du zu? Augen auf! Von Lando. Vorbei, Kumpel. Oh. Ja. Ah, da ist der Freund. Meine Blaster haben gar nichts drauf, Lando, weil ich bin hier der Mann mit dem Schwert, die ich mache. Ich mache hier die Fuchtel-Fuchtel-Nummer. Nee, nee, nee. Halt sie auf, ich versuche zu sterben. Super, halt sie auf. Ach, die da. Dann haben wir da drüben noch ein paar Freunde. Mit der Machtnummer ist das schon ganz praktisch. Haben wir noch irgendwo ein paar böse Buben? Sind hier irgendwo noch welche? Ich schaue mich noch mal um. Es sieht nicht danach aus, als wären noch irgendwo böse Buben. Dann können wir dahinter noch mal die restliche. Ich habe das Gefühl, dass die Sprünge jetzt auch deutlich höher und weiter gehen als zuvor. Okay, wir sind voll. Ich speichere mal kurz und mich interessiert eigentlich mal, wo dieser Weg dahin geht. Da mache ich mich jetzt mal schlau. Jetzt geht's hier kurz hier rein. Hier weiter. Oh.
bin ja ein neugieriges Kerlchen. Da haben wir noch einen Knopf. Ich glaube, wir hätten sowieso hier hingemusst. Weil hier irgendwelche wichtige Mechanik noch ist. Okay. War jetzt nicht beabsichtigt, aber kommt uns jetzt auch nicht so wirklich ungelegen. Alles ist an. Das war schon mal einer. Jetzt musst du noch den anderen Teil öffnen. Alles klar. Dann gehen wir mal anderen Teil. Also auf alle Fälle erfüllen wir gerade eine Mission, von der wir noch nicht mal wissen, dass wir sie erfüllen müssen. Ich sehe aber auch hier jetzt momentan keine Behinderung. Okay. Geht die Tür eigentlich auf? Kommen wir drüben rein. Alles klar. Da kommen wir da rein. Genau, hier hätten wir noch diesen Weg, den wir entlang laufen können. Da, der uns ja hier rumfährt. Der Lando möchte noch, dass wir irgendwas eröffnen. Landeschiff finden, das habe ich. Vielleicht soll man mal zu dem guten alten Lando hingehen, ob irgendwas noch zu tun ist. Haben wir ja eine Schaltkonsole. Okay. Kyle, wir haben hier ein Problem. Was soll daran neu sein? Wir kriegen keinen Treibstoff über die Leitung. Sie müssen das Ventil der Haupttanks geschlossen haben. Versuch, ob du da draußen das richtige Ventil öffnen kannst. Sie benutzen ein Codesystem, also versuch das Richtige zu erwischen. Und vergiss nicht die Steuerung für das Dach. Sie müssen hier auch irgendwo sein. Ich mache hier soweit alles startklar. Viel Glück. Super. Dachsektoren öffnen Treibstoff für Schiffpumpen. Okay, Codesystem. Das Interessante ist wahrscheinlich... Da haben wir... Ist das jetzt einfach so bedienen? Hm. Oder ist es hier bedienen? Nein. Auf alle Fälle wissen wir Codesystem. Wir haben... Hier irgendwelche... Ah! So, jetzt haben wir mal den einen Schacht wiedergefunden. Ich denke mal, wird das ähnliche Prinzip sein. Oder auch nicht. War ein bisschen planloses Gefuchtel. Okay, jetzt aber. Ja, manchmal ist es nicht so einfach, mit der Macht zu treffen. Und wir wissen, dass dann noch einer von den Freunden ist. So, genau. Erstmal wieder alle Freunde anschalten. Mal gucken, was wir damit eigentlich lösen. Ob das jetzt das System mit den Pumpen ist oder ob wir jetzt damit die Dachluke öffnen. Alle Lampen auf grün und an. Wir brauchen immer noch den Treibstoff. So, Dach ist offen. Treibstoff. Treibstoff. Okay, jetzt sind wir hier draußen. Hm. Na, gehen wir mal außen lang. Halt. Hoppala, hoppala. Hm, da stehen die Freunde da oben jetzt. Finde ich persönlich nicht ganz so prickelnd, dass sie da oben sind. Erst recht, wo sie erst noch nicht da oben waren. Okay, damit ist einer weniger oben. Das scheint schon irgendwie Tanks zu sein. Ah. Okay. Okay, das ist ungünstig. Okay, der wirft von da oben. Hoppala.
Okay, damit haben wir... Da haben wir immer noch den Freund hier da oben. Okay, das hat sich da oben auch ausgesnipert. Mal schauen, ob wir dieses mysteriöse Codesystem geknackt kriegen. Aber dazu müssen wir erstmal raufkommen. Wie kommen wir da rauf? Von da könnte man wahrscheinlich irgendwie raufkommen. Oder kommen wir von... Meine Idee ist jetzt hier auf diese schicke Schräge zu springen, wo wir aber nicht raufkommen. Okay, von da aus kommen wir nicht drauf. Schauen wir uns nochmal weiter um, ob wir noch irgendwo noch ein paar unbeliebte Gäste haben. Schön wäre natürlich, wenn wir da oben auf da raufkommen. Okay. Okay. Wir haben noch ein bisschen. Okay, wollen sie uns nicht lassen. Aber den Bagdad-Kanister können wir uns mitnehmen. Okay. Okay, dann mal die Tür und dann mal raus. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen. Eine Theorie wäre wahrscheinlich hier über die Schräge. Würde ich aber jetzt ungern ausprobieren wollen. Nein. So hoch kann unser guter Keil nicht springen. Und da haben wir ja, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie hier raufkommen. Da wird das nix. Hier auch nicht. Okay, schauen wir nochmal. Kommen wir darüber irgendwie, dass wir von der anderen Seite dann irgendwie nach oben kommen. Schnell mal hier durch die Tür. Hier entlang. Okay, ich... Ja, okay, da hätten wir auch gleich da drüben langlaufen können. Sind wir jetzt auch auf der Seite. Eine Variante wäre der Sprung darüber auf die Schräge, aber das lasse ich lieber mal. Schauen wir hier, alles viel zu hoch. Das wird so nichts. Ja, also momentan bin ich ein bisschen planlos und ratlos. Weiß nicht so richtig, wo ich hier entlang soll. Da sind wir hergekommen. Da kommen wir nicht weiter hoch. Eigentlich müssen wir auf diese Plattform da oben kommen. Das wäre die richtige Ebene. Der Fahrstuhl ist oben. Der kommt nicht mehr runter. Also. Also. Vielleicht. Ja. Vielleicht wäre eine Lösung hier auf das Schiff rauf. Und von da aus weiter mal gucken. Hier jetzt rauf. Da entlang und wir sind ganz oben. Nein, noch nicht hier. So, von dem Schiff aus sieht das schon mal ganz gut aus. Da sind wir rechts und links, haben wir die Kanten. Ja, da wäre ein Absatz. Da könnte man schauen, ob man entlang kommt. Aber nein, das wird okay, versuch mal hier mal der Sprung. Ne, da ist gar keine Kante, wo wir dran uns festhalten können. Damit war das eigentlich ein sinnloser Versuch. Okay. Aber ich denke mal, wie wir da jetzt hochkommen oder nicht, das überlassen wir uns fürs nächste Mal. Weil unsere Zeit ist schon wieder rum. Wir haben es eine ganze Menge weit geschafft in dieses schicke Schiff hinein. Und schauen dann weiter, wie wir entlang kommen. Hier sind wir auf dem Partydeck. Und da bleiben wir dann auch mal für die nächste Zeit. Genießen das Schiff. Und ich sage Servus und Ade. Ich bin Mac Vurago.